Patriotismus wird manchmal mit Nationalismus verwechselt. Unter Patriotismus versteht man im Allgemeinen die Verbundenheit zum eigenen Volk und zum Vaterland, ohne sich über andere Völker und andere Länder zu stellen, was beim Nationalismus der Fall ist. In Deutschland hatten wir zum Beispiel bei der WM 2006 einen bundesweiten Patriotismus unter der deutschen Bevölkerung wahrgenommen, der nicht unbedingt nationalistische Züge hatte. Ja, bitte. Finden Sie auch, dass Deutschland damals gegen Italien im Halbfinale total beschissen gespielt hat? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Sie haben das Halbfinale nicht gesehen? Ja. Ich mag keinen Fußball. Er mag keinen Fußball? Ein Nationalist ist leicht von einem Patrioten zu unterscheiden. Sie fragen sich sicher, wie und warum? Entschuldigung, Herr Alkan, Herr Alkan, Entschuldigung! Ja! Sie schmeißen den Müll da weg? Ja, sieht so aus, ne? Was ist denn das da für ein Kabel? Was für ein Kabel? Ja, da hängt doch ein Kabel an Ihrer Mülltüte. Kann sein. Herr Alkan, elektrischen Müll müssen Sie woanders entsorgen. Und? Ja, also jetzt nehmen Sie das elektrische Gerät da raus und... Tschüss. Herr Alkan, wir sind hier nicht in der Türkei. Frau Friedemann, was hat denn jetzt mein Müll bitte sehr mit der Türkei zu tun? Ja, anscheinend gibt's bei euch in der Türkei keine Mülltrennung, aber... Bei uns in der Türkei? Ich bin hier geboren. Dann haben Sie hier anscheinend überhaupt nichts gelernt, denn Mülltrennung ist bei uns... Frau Friedemann, ich will jetzt mal ganz ehrlich zu Ihnen sein, ja? Den Beutel da. Den hat mein Bruder mir gegeben, der Imam aus der Moschee. Und er meinte, die haben da was gebastelt, was nicht so richtig funktioniert hat. Und dass ich das ganz schnell entsorgen soll. Also wenn Sie sich trauen, dann können Sie ja mal an dem Kabel ziehen. Frau Friedemann, ich glaube, da tickt was! Herr Alkan! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hoca, ich hätte mal eine Frage. Natürlich, Rashid, bitte. Wir haben einen deutschen Nachbarn. Ja? Er hat uns zum Essen eingeladen. Dürfen wir hingehen oder ist es eine Sünde? Warum soll es eine Sünde sein? Natürlich nicht. Auch ich gehe zu meinen deutschen Nachbarn, wenn sie mich einladen. Aber er ist schwul. Wie? Schwul. Schwul. Die sind schwul. Homosexuelle. Wolfgang und sein Freund Markus. Also ist es eine Sünde, wenn wir hingehen? Du musst ja nicht sofort mit ihnen... Also wenn sie dich nur zu einem Essen eingeladen haben, dann gibt es kein Problem. Nein, nein, die stehen nicht auf mich. Glaube ich. Meine Frau haben sie auch eingeladen. Ja, dann gibt es kein Problem. Dann dürfen wir hingehen? Natürlich, Rashid. Oh, danke. Ja. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja, bitte? Ja. Okay. Ja, ich komme sofort, ja. Ja, danke. Wie geht's dir?
Sie schläft. Was hat sie denn? Ich weiß es nicht. Die haben mich hier angerufen und ich bin ganz schnell gekommen. Wo ist sie wohl? Ich habe aus einer Mail ausgesprochen. Ich dachte, ihr kommt zusammen. Nein, ich habe ihn heute gar nicht gesehen. Nein, was ist passiert? Sie schläft. Warum habt ihr so lange gebraucht? Aber ich bin nach dem letzten Gebet sofort hierher gekommen. Und du? Ich hatte zu tun. Was hattest du zu tun? Nichts Wichtiges, Javi. Was hast du gemacht? Nichts. Ibo? Ich musste wieder zur Polizei wegen dieser blöden Nachbarin. Was hast du wieder gemacht, hm? Ey, keine Ahnung, sie hat voll die Paranoia geschoben, als ich den Müll wegschmeißen wollte. Warum hat sie Paranoia geschoben? Ich habe ihr gesagt, dass Yusuf eine Bombe in der Mülltüte platziert hat. Ich? Was? Was für eine Bombe? Afi, du musst. Afi. Mama. Was ist denn los? Gelden ist mehr für dich. Gelden, wir sind alle hier. Anne, wie geht's dir? Gut, ich sterbe noch. Anne, sag sowas nicht. Setz euch hin. Anne, hayırdır? Setz euch hin. Bevor ich gehe, muss ich euch was erzählen. Anne, Allah korusun, sag sowas nicht. Unterbrich mich nicht, Yusuf. Das hätte ich euch vor Jahren erzählen müssen. Euer verstorbener Vater... Allah hab ihn selig. Euer verstorbener Vater ist nicht euer leiblicher Vater. Euer wahrer Vater ist ein Deutscher. Schwester! Schwester! Ibo, setz dich hin. Anne, du halluzinierst, du bist krank, du weißt nicht, was du redest. Ich sterbe nur, aber ich weiß ganz genau, was ich sage. Setz dich hin. Unser Vater ist ein Deutscher? Er ist ein Deutscher. Wir haben uns vor 32 Jahren getrennt. Da war der Yusuf 4 Monate alt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich möchte, dass ihr ihn findet. Und... Anne? 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 Anne, uyan, Anne! Anne, uyan! Anne! Schwester! Anne! Müssen gespült werden. Ist alles okay? Alles gut. Was ist denn? Nichts. Celine, was ist los? Nichts ist los. Ich habe heute erfahren, dass mein Mann zur Hälfte ein Deutscher ist. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Wir haben gerade erst meine Mama beerdigt. Ich hätte es einfach früher erfahren sollen. Ich habe es doch auch erst gestern Nacht erfahren. Ich hätte es früher erfahren müssen, Jakob. Ich bin zur Hälfte mit einem Deutschen verheiratet. Selim, was soll denn das jetzt? Ich bin immer noch derselbe Jakob.
Und außerdem, was wäre denn dabei, wenn dein Mann zur Hälfte Deutscher wäre? Ich kann es nicht glauben, dass du das fragst. Meine Mama hat ihre ganze Familie in den Krieg verloren, wegen den Deutschen? Das ist jetzt 70 Jahre her. Und außerdem, was habe ich damit zu tun? Ja, vielleicht waren das deine Großeltern, wer weiß. Das ist jetzt wirklich kindisch. Die müssen gespült werden. Yusuf, spiel doch mal richtig. Hab ich auch doch schon. Wachsen da überall noch Flecken? Ich hab doch von Anfang an gesagt, lass uns in die Spielmaschine packen. Mann, kapierst du das nicht? Die Maschine ist voll. Jungs, die auch noch, ja? Awe. Ja. Was tun wir jetzt? Was meinst du? Ja, das, was Mama gesagt hat. Ja, Yusuf, Mama wusste nicht, was sie sagt. Guck uns doch mal an. Sieht irgendwas an uns deutsch aus? Wir sind dunkel wie die Nacht. Das hat gar nichts zu sagen. Ja, aber wenn Mama recht gehabt hätte, dann hätten wir es doch bis heute bestimmt von irgendjemandem erfahren. Von wem denn? Hm? Papa hat keine Verwandten hier. Und mit der Familie in der Türkei haben wir uns erst wieder versöhnt, als wir in der Schule waren. Und ungefähr zur selben Zeit sind Mamas Eltern gestorben. Kannst du dich denn an nichts erinnern? Ich meine, als ich 4 Monate alt war, warst du 3,5. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, siehst du, keine Erinnerung, weil es nicht wahr ist. Aber es gibt noch nicht mal Babyfotos von uns beiden. Mit Papa zusammen. Der Einzige, den wir fragen könnten, wäre Onkel Harun. Abi, du willst jetzt Onkel Harun fragen. Fällt dir was Besseres ein? Hat es euch erzählt, ja? Ja, hat sie. Das wollte sie immer. Die haben sich in der Fabrik verliebt. Peter war ihr Schichtleiter. In der Schuhfabrik? Olle, deine Mutter hat immer Arbeit gewechselt. Warum? Weil sie sich immer verliebt hat. Sie hat sich verliebt. Dann hatte sie Probleme, Stress mit Geliebte gehabt, dann Geliebte verlassen, dann hat sie auch Fabrik verlassen. Sie hat sich immer an jemand anderen verliebt? Ja. Aber sie war damals sehr wild. Sie hat manchmal mehr Männer gewechselt, als ich die so. Ja, aber Peter hat sie geliebt. Und dann? Und dann war sie schwanger mit dir. Von Peter? Ja, und dann haben sie heimlich geheiratet. Meine Eltern wussten nichts davon, nur ich. Und dann kam Yusuf und Ibo. Erst Ibo, dann Yusuf. Ja. Warum haben sie sich getrennt? Ja, wegen deines Vaters. Meines türkischen oder meines deutschen Vaters? Nein, deines deutschen Vaters. Er war sehr Christ, sehr gläubig. Deshalb hat er euch diesen Namen gegeben. Wie? Er hat uns türkische Namen gegeben, weil er Christ war? Yok be oğlum. Er hat euch biblische Namen gegeben. Abraham, Jakob, Josef. Dann wurde er noch konservativer, noch mehr Christ, noch mehr Christ. Ja, er wollte auch deine Mutter Christ wird und dann jeden Sonntag in die Kirche. Er hat Druck gemacht auf deine Mutter. Du kennst deine Mutter, sie hat mit Religion nichts zu tun. Hä? Dann hat deine Mama sich von ihm entfernt.
bis sie sich dein Vater verliebt hat. Meinen türkischen Vater? Ja. Was ist mit meinem Vater passiert? Mit welchem? Türkischen oder deutschen? Mit dem deutschen Vater. Ja, der ist in Pfalz geblieben. Er wollte mit mir nichts zu tun haben. Ich habe ihn gar nichts gesehen, aber er hat deine Mutter geliebt. Wie heißt er mit Nachnamen? Wer? Mein Vater. Deutscher Vater oder türkischer Vater? Der deutsche Vater. Bergmann? Peter Bergmann. Danke, Daya, du hast uns wirklich sehr geholfen. Du siehst auch wirklich sehr erholt aus. Natürlich. Ich bin dein Onkel, ich muss dir helfen. Und mir geht's auch gut. Guck mal, hier. Eigentlich kann ich jetzt nach Hause gehen. Was suche ich denn hier? Aber die Ärztin sagt, nein, Kurzzeitgedächtnisstörung. Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht zugehört. Was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Was hat deine Ärztin gesagt? Welche Ärztin? Du hast gesagt, meine Ärztin sagte... Die Ärztin sagt gar nichts. Sie hat ein Problem, oder? Sie sagt gar nichts, aber ihr geht's gut. Wie geht es deiner Mama? Mir geht's gut, Daya. Schön, schön. Ja, aber er weiß nicht mal, was vor 2 Minuten passiert ist. Und jetzt sollen wir ihm das glauben? Ich habe mit seiner Ärztin gesprochen. Die hat gesagt, dass das völlig normal ist bei Menschen mit Kurzzeitgedächtnisstörungen. Die können sich zwar an aktuelle Ereignisse nicht erinnern, aber alles, was in der Vergangenheit liegt, wissen sie teilweise bis ins kleinste Detail. Peter, Mama, aber woher will die Ärztin wissen, dass er in diesem Fall keine Scheiße labert? Er war sich ziemlich sicher, Imo. Abi? Ja? Was sollen wir jetzt machen? Wie, was sollen wir jetzt machen? Nichts! Wir machen nichts! Was sollen wir jetzt machen? Onkel und Mama reden irgendeinen Schwachsinn. Wenn ihr das glauben wollt, dann tut das. An mir ist nichts deutsch, das spüre ich. In mir fließt hundertprozentig türkisches, osmanisches Blut. Nee, nicht 100%. Hä? Du hast kein 100% türkisches Blut. Warum nicht? Weil unsere Uroma aus Griechenland stammt. Ja, Abi, wie aus Griechenland? Naja, die ist damals mit ihrer Familie in die Türkei emigriert und hat dort unseren Uropa kennengelernt und geheiratet. Was soll das jetzt? Woher willst du das wissen? Bei meiner Diplomarbeit musste ich mich mit Ahnenforschung beschäftigen. Ja, was musste ich denn noch alles erfahren? Warum erzählst du uns sowas nicht vorher? Was hätte es denn geändert? Also das heißt, wir tragen entweder deutsches oder griechisches Blut in uns? Sieht so aus. Ich glaube, wenn Allah gewollt hätte, dass wir unseren deutschen Vater kennenlernen, dann hätten wir ihn bis jetzt bestimmt kennengelernt. Nein, Yusuf, was für einen deutschen Vater? Wir haben keinen deutschen Vater! Sieht aber ganz stark danach aus. Hier, ich war noch mal im Krankenhaus, um Mamas Sachen abzuholen. Da habe ich das gefunden. Peter Bergmann. Ja, das ist derselbe Name, den uns Onkel gegeben hat. Martinshöhe. Hundedämmig? Das ist ein Dorf in der Pfalz. Auf jeden Fall haben wir mit diesem Peter Bergmann irgendwas zu tun. Oder unsere Mama. Haben wir oft, ja. Wir werden zu ihm fahren. Aber zu wem? Ich fahre nirgendwo hin. Wo war er denn seit über 30 Jahren? Wenn er uns nicht sehen wollte, will ich ihn erst recht nicht sehen. So ein scheiß Deutscher, dem seine Kinder egal sind. Mama hat ihn verlassen, nicht vergessen, Ivo. Ja, siehst du, wenn Mama ihn scheiße fand, dann finde ich ihn erst recht scheiße. Guck mal, aber ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Fahrt dahin. Mir egal. Ich fahre nicht in die Pfalz, ich fahre nirgendwo hin. Lan Yusuf, bu çekirdekler niye o kadar tuzlu? Niye o kadar tuzlu bu çekirdekler? Ne bileyim abi, başka yoktu. Auf, ja! Thank you.
wir hier richtig? Ich glaube schon. Also jedenfalls ist das die richtige Adresse. Sollen wir dann vielleicht klingeln? Ich würde sagen, ja. Komm, lass uns abhauen. Ibo, wir sind doch nicht den ganzen Weg hierher gefahren, um jetzt abzuhauen. Arvin! Müssen wir ihm die Hand küssen? Was? Die Hand. Ich meine, wenn er uns die Tür aufmacht, er ist ja schließlich unser Vater. Yusuf, das wissen wir doch nicht. Ja, aber als Zeichen des Respekts, ich meine, er ist doch älter als ich. Ich küsse gar nichts. Jetzt seid doch bitte still. Ich klingel. Wie du meinst. Abi, mach keiner auf. Ja, komm, Pech. Lass abhauen. Bitte. Was ist? Hallo. Was wollt ihr? Wohnt hier ein gewisser Peter Bergmann? Wer will das wissen? Ja, wohnt er hier oder nicht? Wer seid ihr überhaupt? Wir sind... Wir haben eine gemeinsame Bekannte mit Herrn Bergmann, die letztens verstorben ist. Ihr habt eine gemeinsame Bekannte mit ihm, das glaube ich kaum. Ist er zu Hause? Warum? Oh mein Gott, ist er zu Hause oder nicht? Ey, Ruhe da hinten, Ali! Ich zeig dir gleich mal Ali. Wir würden ihn bitte ganz kurz sprechen. Geht das? Papa, da sind so drei Flüchtlinge! Die wollen nicht sprechen! Ja? Was wollt ihr? Vater? Ach du Scheiße.